Einen wunderschönen guten Tag euch wieder zu Hause. Danke, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Ausgabe von The Daily Dram. Es ist heute wieder Montag, die Woche beginnt. Es ist schönes Wetter draußen. Ich glaube, viele sind auch froh darüber, dass bei uns jetzt zumindest in Österreich die Maßnahmen ein bisschen gelockert wurden und alle auch schön fleißig draußen Fahrrad fahren können und natürlich die Natur ein bisschen genießen. Wir nichtsdestotrotz bleiben unserer Zeit natürlich treu und auch unserem Motto. Das heißt, wir werden auch diese Woche wieder interessante Gespräche führen mit vielen tollen Menschen rund um Whisky. Heute darf ich begrüßen wieder mal Markus Heinze. Er ist Glenfiddich Brand Ambassador in Deutschland und wird uns heute auch wieder einen Whisky von Glenfiddich präsentieren. Zuerst auch noch ganz schnell hallo und herzlich willkommen an die Zuseher von Falstaff und von Liquid Market und natürlich auch bei The Spirit Way of Life. Noch schnell etwas. Wir hatten letzte Woche Gemma Patterson bei uns zu Gast und sie hat uns eine Frage gestellt. Und zwar, wie viele Fässer hat Ian McDonald in seiner Karriere bei William Grant's, wie viele Fässer hat er gebaut? Dazu gibt es auch ein Gewinnspiel. Bitte schreibt das in die Kommentare. Wer es richtig errät oder am nächsten dran ist, bekommt von uns ein Tasting-Package von der Balvenie. Ja, nicht weiter zu uns. Markus, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Wie geht's dir? Ja, erstmal hallo an alle Zuhörer, Zuschauer. Mir geht's sehr gut. Ich bin, ja, das Wetter, das ist ja quasi prädestiniert dafür, sich doch ein bisschen irgendwo auch mal rauszunehmen. Und trotz der ganzen Arbeit in den letzten Tagen, vor allem mediale Arbeit, ist man doch irgendwo, ja, zumindest ein bisschen entspannter. Und ja, sonst gibt es nichts irgendwo, worüber ich jetzt gerade meckern könnte. Ja, das ist ja schon mal ein halbwegs guter Anfang, ein guter Ja. Ansatz, würde ich sagen. Ja. Aber wenn du gerade medial viel zu tun sagst, was hat sich die letzten 2 Wochen so getan, was medial sehr viel zu tun war? Ja, also es ist immer irgendwo was. Also gefühlt habe ich jeden Tag irgendwo ja, irgendwas zu arbeiten. Das heißt, irgendwelche E-Mails zu checken, in Kommunikation zu gehen mit Kunden und Whisky-Enthusiasten. Aber darüber hinaus habe ich auch meine zwei eigenen Plattformen, die ich immer mittwochs und sonntags einspiele auf Instagram und Facebook, wo es einmal um das Thema ja, nachgemixt geht. Das ist am Sonntagabend um 19:30 Uhr immer auf beiden Kanälen, Instagram und Facebook. Und da mixe ich immer Clutch-Drinks oder Whisky-Drinks auf der Basis unserer Malts und das kommt immer ganz gut an und immer was raussuchen, was ein bisschen spezieller ist oder was man halt vielleicht so noch nicht so gehört hat an Drinks. Und am Mittwoch, dann ist da ist die Kategorie nachgefragt, das Interview mit und dann stelle ich immer jemanden vor aus der Branche, einen Whisky-Händler, einen Bartender, Musiker zum Beispiel kommt jetzt am Mittwoch, das heißt, er wird uns da ein bisschen Musik spielen nebenbei und wir werden zusammen immer einen Whisky verkosten. Das ist eigentlich immer dann so auf eine Stunde festgelegt, das aber dann nur auf Instagram wegen der Bildschirmteilung. Also das ist immer irgendwie vorzubereiten, mal mit einer Zutat, die man am Freitag schon ja, vorbereiten muss, etc. Oder halt alles online stellen. Das ist wirklich ein ziemlich langer Rattenschwanz, was daran hängt. Und ja, und dazu kommen, wie gesagt, auch noch Tastings. Virtuelle Tastings. Ich habe jetzt letztens mit Detling in der Schweiz ein Tasting gemacht, wo wir auch verschiedene Glenfiddich-Whiskys verkostet haben. Das geht dann auch mal 2, 2,5 Stunden. Dann auch eigene Tastings mit Whisky-Shops, die dann halt Packagings verkaufen. Und ja, wir treffen uns dann in einem virtuellen Raum und machen dann ein kleines Tasting zusammen, ohne dass wir uns jetzt quasi sehen. Also wir sehen mich schon, aber ich sehe meine Teilnehmer nicht. Aber so ist es halt. Und deswegen immer wieder was Neues. Jetzt muss man schon für Mai überlegen, was man dann wieder macht. Und dann Juni vielleicht noch. Man weiß ja nicht, wie lange das Ganze jetzt noch anhält. Ja, das hört sich doch noch gar nicht so wenig Stress an, gell? Wie man eigentlich sich ein Homeoffice irgendwie vorstellt, gell? Man denkt sich, Homeoffice, man sitzt zu Hause, ja, und schreibt ein paar E-Mails, aber es ist tatsächlich schon ein bisschen Aufwand und nichtsdestotrotz ist es schön, dass wir diese Plattformen haben, damit man trotzdem noch mit Freunden, Kollegen und natürlich auch mit geschätzten Kunden und natürlich in Verbindung bleiben kann und das finde ich auch schon ganz toll. Wir werden die Woche auch noch jeden Tag ausstrahlen. Ab nächste Woche werden wir dann ein bisschen zurückschalten und auch Online-Tastings mit Packages anfangen anzubieten. Der Shop sollte morgen übermorgen fertig sein und dann gehen wir mit der Info raus, wie wir da machen können. Vielleicht kannst du uns ja auch das eine oder andere Mal ein bisschen bei der Glenfiddich-Verkostung unterstützen. Sehr gerne. Aber da lassen wir euch zu Hause noch rechtzeitig wissen, wie, was, wann, wo alles hinhaut.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe ein bisschen so ein leichtes Kratzen im Hals und also ich würde gerne ein bisschen Whisky verkosten. Was hast du uns denn heute mitgebracht, eingeschenkt? Eingeschenkt habe ich mir schon ein Gläschen, jawohl, das ist richtig. Heute geht es um den Glenfiddich 21 Jahre Reserve Rum Cask Finish. Ein Whisky, der ja auch schon relativ viel Historie hat bei uns im Portfolio, aber auch immer wieder ein gern gesehener Gast ist bei jedem Tasting, weil er einfach sehr, sehr schön angenehm zu trinken ist, eine schöne Süße mitbringt, also zusätzliche Süße zur eigentlichen Whisky-Süße schon durch das Rumfass-Finish. Also wirklich ein schöner Tropfen, der eigentlich bis jetzt mich immer wieder aufs Neue fasziniert hat. Also das ist immer sehr, sehr schwierig bei Whiskys. Das ist ja alles irgendwo auch sehr subjektiv und abhängig von der Tagesform. Und es ist auch oft der Fall, dass viele Whiskys mir auch generell Spirituosen an manchen Tagen gar nicht schmecken, was einfach dann nicht der perfekte Tag ist, um halt irgendeine Verkostung umzusetzen. Aber beim 21er, da habe ich so ein, ja, so ein ständiges oder Wohlgefühl, weil das irgendwie begeistert er mich und die Süße, die schmeichelt mein Gaumen, meine Geschmacksknospen. Das ist einfach ein schöner Whisky, der einen auch mal so ein bisschen wieder so ein bisschen runterholt vom A vom hohen Ross und B von einem stressigen Alltag. Ja, du, kann ich dir nur beipflichten. 21er ist einfach, funktioniert immer bei unterschiedlichsten Gelegenheiten und da geht gar nichts drüber. Durch die Süße vom Rumfass, das passt, das rundet das Ganze schön ab. Ich glaube, bei vielen, manchen, die Frage taucht immer wieder mal auf, denke ich, bei dir auch, ja, wo die Frage dann kommt, wo ist denn der, was für ein Rum ist denn das, wo kommt der her, ja? Ja, das ist eine richtig gute Frage. Also, ihr glaubt gar nicht, wie viele Fragen man generell so bekommt, die natürlich auch manchmal in eine Richtung gehen, die für uns auch sehr, sehr selber sehr schwer sind zu beantworten. Und viele Sachen sind natürlich auch so ein bisschen Familiengeheimnis, das muss man auch dazu sagen. Aber hier ist es ja ganz klar, worüber man sprechen darf. Was auf jeden Fall natürlich nicht kommunizierbar ist, ist die Herkunft der Rumsorten. Das ist einfach so. Es ist karibischer Rum, das ist auf jeden Fall schon mal Fakt. Also wir haben 100% karibischen Rum und das ist ein Blend aus verschiedenen Rumsorten aus der Karibik, von verschiedenen Rumregionen. Sprich, wir haben ja verschiedene, ja, ich sag mal, Kolonien in der Karibik. Wir haben französische Kolonien, spanische Kolonien, britische Kolonien und jede Kolonie hat ihren eigenen Rumstil. Wenn man mal das so ein bisschen jetzt runterbricht auf diese einzelnen Kategorien oder Regionen. Da haben wir im spanischen Bereich eher dieses leichte, dieses auch ein bisschen zitrusartige, angenehm trinkbare. Da sind wir eher in die Richtung Kuba, Dominikanische Republik und so weiter. Wenn wir dann in die französische Region gehen, dann sind wir dann eher schon bei den Akekol-Rums. Wenn man Akekol-Rum kennt, dann weiß man, wie die schmecken. Die sind dann doch wirklich eher ein bisschen ganz anders vom Geschmacksstil. Die haben eine gewisse Säurestruktur mit drin, aber sehr nett. Also ich mag sie sehr gerne. Gerade in dem Tea Punch, ein super schöner Drink, den ich halt immer wieder auch gerne dann auch bestelle, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Und die britische Region, das ist so ein bisschen ja die Paraderegion für mich. Da geht es wirklich um Kraft, Intensität. Ich sage nur Jamaika, was ja sowieso schon bekannt ist. Sehr, sehr intensive, strenge Rumsorten. Ja, manchmal so ein bisschen vergleichbar mit frisch geteerter Straße, so vom Charakter, also wirklich sehr, sehr esterlastig. Und ja, mir gefällt das auch relativ gut. Und das Schöne ist, dadurch, dass wir halt Karibik spielen als Thema, können wir halt sehr, sehr flexibel sein. Und deswegen haben wir Rumbroker, also sogenannte Broker, mit denen wir dann halt zusammenarbeiten und die stellen für uns diesen Rumblend her, ein Blend, der um circa 3 Jahre alt ist, um die 60% mitbringt. Und den bringen wir dann quasi über den Ozean nach Schottland und legen diesen Rum für 2 bis 3 Monate bei uns in ganz neue Fässer aus amerikanischer Eiche. So, und da, wie gesagt, nach der Zeit, wie er dann drin verweilt in diesen neuen Fässern, wird der Rum dann quasi wieder auf Seite gelegt. Und dann kommt sofort unser 21-jähriger Glenfiddich Whisky hinterher, welcher eine Kombination ist aus ungefähr 80% amerikanische Eichenfässer und 20% europäische Eichenfässer ex-Sherry. Und ja, das machen wir eigentlich fast bei jedem Whisky so. Die Proportionen, die ändern sich hier und da mal ein bisschen, was auch ein bisschen natürlich auch mit dem Alter zu tun hat. Je jünger sie sind, umso höher ist halt der Anteil an amerikanischer Eiche. Je älter wir werden, umso höher wird der Anteil an europäischer Eiche. Und dann, wie gesagt, diese Vermehlung, die geht dann halt
für 4 bis 9 Monate nochmal dann in die sogenannten Rumfässer jetzt. Und ja, und dann kommt er raus und dann hoffen wir, dass das Ergebnis gut ist. Dann wird er noch auf Ruhe gelegt zum Vermehlen, zum Verheiraten, zum Entspannen. Und dann kommt das schon, wie man hier unschwer erkennen kann, in diese wunderschöne Flasche. Ich würde vorschlagen, jetzt hast du meinen Wund schon ziemlich wässrig gemacht. Ja. Ein Prost an dich und natürlich an alle zu Hause. Ja. Ich hoffe, ihr habt auch ein Gläschen Whisky vor euch stehen und könnt es mit uns anstoßen. Slanche. Slanche. Du enttäuscht einfach nie. Nein, also selbst heute, also Montag ist nicht so der Tag, wo ich normalerweise immer viel Whisky trinke. Ganz in Ruhe, die Nicht? Zeiten, ja, momentan schon, weil die ja doch jeden Tag gefühlt irgendein Livestream auf mich wartet, wo immer irgendwo natürlich auch Whisky verkostet wird. Und es ist ja dann doch so, dass ich halt auch mitreden möchte und dann auch wissen möchte, wie der Whisky für mich heute schmeckt. Und deswegen, aber trotzdem, normalerweise ist Montag ja nicht so der Tag und liegt auch ein bisschen daran, weil ich am Montag irgendwie vom Wochenende so ein bisschen geschafft bin. Man kennt das selber. Das ist immer so der schwierigste Tag, wenn man auch wieder irgendwo arbeiten geht. Man muss sich so ein bisschen rauskämpfen, weil das Wochenende so ein bisschen trotz der, ja, eigentlich des Relaxes, was eigentlich für das Wochenende normalerweise spricht, hat man immer irgendwie so ein bisschen schwere Beine am Montag. Und demzufolge ist das auch mit dem Trinkverhalten so. Das heißt, Montag ist nicht unbedingt der Tag, wo ich generell irgendwo einen Whisky verkoste. Aber mir schmeckt er heute, wie schon am Anfang gesagt, eben wieder sehr, sehr gut. Er enttäuscht einfach nicht und ja, lässt mich so ein bisschen abschweifen in karibische Regionen und so ein bisschen, ja, Sonne haben wir draußen ja auch, aber natürlich, die Hitze fehlt jetzt noch. Auch, ja, ich sag mal, das Temperament aus der Karibik, aber da hoffen wir, dass wir bald wieder die Möglichkeit dazu haben, wenn Ja, sich das alles immer ein bisschen wieder beruhigt. nochmal auf Holz klopfen. Ja. Ja, Genau. das ist mit der Karibik, das ist schon, ich hab ja selber 4 Jahre lang in der Karibik gelebt und habe natürlich noch viele Freunde dort und auf meine Facebook-Page ist dann schon fast jeden Tag mit Fotos von meinen Freunden da drüben ein bisschen voll. Ja, und dann macht das Ganze schon Sehnsucht, definitiv. Und vor allem, wenn ich dann eben ein Voll. Rumfass-Finish da habe, dann ja, wird man schon ein bisschen, ach, wäre ich jetzt auch gern Melancholisch. dort. Ja, ein bisschen schon, ja. Ja. Ja, aber es ist auch ein bisschen, das ist ja das Schöne bei diesem Whisky auch. Man hat auf der einen Seite diese Assoziation in Richtung Karibik, weil einfach die Rumcharakteristik, die Süße, diese schönen tropischen Noten, Zitrusfrüchte, Ananas, Papaya, was auch immer man da rausschmeckt und rausriecht bei der Verkostung dieser Abfüllung. Man hat aber trotzdem auch so diese Anlehnung an diesen schottischen Ursprung. Man hat einfach diesen klassischen Whisky-Charakter, man hat einfach die wunderbaren Aromen von der amerikanischen Eiche. Wir haben die sehr komplexen, intensiven Noten von der europäischen Eiche, welche gar nicht mal so überwiegen, aber trotzdem definitiv auch einen gewissen Anteil hinterlassen haben. Und das erinnert mich dann auch wieder so ein bisschen an meine Zeit in Schottland, wenn ich da oben bin und vor allem in dieses ganz besondere Lagerhaus gehe, weil wir finden uns ja mit diesem Whisky im Warehouse Number One, eigentlich das ursprünglichste Warehouse bei uns auf dem Gelände. Das ist das erste Warehouse, was der Gründer William Grant damals gebaut hat. Das ist direkt, wenn man auf den großen Hof kommt bei uns im Gelände, auf der linken Seite ein sogenanntes Dunnage-Lagerhaus. Für diejenigen, die das noch nicht gehört haben, Dunnage bedeutet eigentlich, es ist eigentlich ein sehr klassisches, sehr gutes Lagerhaus, welches aus Stein gebaut wird. Und diese Steine speichern Temperaturen. Das heißt, sie haben die Schirme auch so ein bisschen von außen ab. Das heißt, wir haben drin immer eine relativ niedrige, konstante Temperatur. Und wir haben auch sehr viel Feuchtigkeit drin, weil man muss sich vorstellen, wenn wir über die Jahre, und wir haben hier 21 Jahre alten Whisky, wenn der über die Jahre Angel Share abgibt, dieser Angel Share würde normalerweise jetzt in normalen Lagerhäusern, würde der durchgehen durch die Häuser und würde dann sich dann irgendwo verdünnisieren. Hier haben wir es aber aufgrund dieser sehr kalten Limestones, der Granitsteine, haben wir die Situation, dass eben jene diesen Angel Share wieder zurück in den Raum schicken. Und dadurch haben wir eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit und dementsprechend auch perfekte Bedingungen für die Reifung von alten Whiskys, besonderen Whiskys, weil wir einfach den Angel Share somit relativ niedrig halten können über die Jahre. Und das riecht nach Whisky, super. Also das riecht nach Ja. Fass, das riecht nach Whisky. Man kommt rein, man denkt, oh, das ist hier das Paradies, hier möchte man nicht mehr weg. Allem in den Dunnage Warehouses, in den meisten ist ja auch der Boden nicht voll. Also es ist Erdboden. Da ist der Genau. Boden auch nochmal feucht.
Es ist so wie früher, das hat man sicher bei den Großeltern irgendwann einmal gesehen, ja, der Kartoffelkeller. Ja, Es genau. ist nichts anderes, ja. Und Richtig. sind einfach perfekte Bedingungen. Ja, die perfekte Interaktion zwischen Destillat, Holz und Umgebungsklima, wenn man das Ja, so sagen darf, ja. ja. Dann hast du noch den schönen schwarzen Pilz überall an den Wänden, ja, der auch Genau. förderlich ist. Richtig. Ja. Also es ist schön. Also wer da mal hingeht, unbedingt eine Tour buchen. Normalerweise ist die ja immer Teil jeder Tour, weil man sieht da, glaube ich, auch gerade, wenn man jetzt bei Glenfiddich eine reine Tour macht, da ist ja normalerweise die Küferei nicht mit dabei, sondern man sieht dann in diesem Warehouse einen kleinen Film über die Küferei, über das Thema Holz und so weiter und so fort, was so besonders ist, weil wir dürfen ja nicht vergessen, dass 60 bis 80% von dem, was wir hier riechen und schmecken, eben vom Holz kommt. Und deswegen ist das ein sehr, sehr großer Bereich, der definitiv auch in der Führung abgedeckt sein muss. Ja, die Küffnerei ist spektakulär anzusehen. Ne? Ja. Hier auch der Tipp, falls ihr die nicht bei Glenfiddich besuchen könnt. Es gibt auch Touren bei der Spacehead Cooperage, die quasi 5 Minuten, 10 Minuten weit weg ist von der Glenfiddich Destillerie. Da kann man sich daraus anschauen. Vor allem die Spacehead Cooperage ist riesig. Also, wenn jemand mal hunderttausende Fässer auf einem Haufen sehen will, dann einfach nur draußen vorbeifahren reicht schon. Das ist Ja. unvorstellbar, wie viele Fässer da rumstehen. Das Schöne ist, wenn man da Glück hat und man macht eine Tour und man geht dann hinten durch durch die Lager. Ich sage, also sind ja, wie sagt man, Open-Air-Lager. Es sind ja keine Gebäude großartig da, sondern es ist ja alles an frischer Luft. Und da sind die Fässer da hochgestapelt in großen Pyramiden. Und wenn man sich da einfach mal hinbegibt, hat man eine perfekte Kulisse für schöne Erinnerungsfotos. Ja, das muss ich das nächste Mal ausprobieren. Ich war Spacehead Cooperage war noch nicht, ich bin immer nur vorbeigefahren. Aber ich war in der Glenfiddich Cooperage und auch das ist schon gewaltig, ja, wenn da die 10 bis 14 Leute pro Schicht einfach darauf hinhämmern, der Geräuschpegel da drinnen, ja, dann hast du eben, die Fässer werden ausgebrannt und der Pizzaofen toastet die Cask-End. Also es ist schon spektakulär anzusehen und die Handarbeit, die da dahinter steckt, ist einfach spitze. Ja, das ist unvergleichbar. Und jeder, der eine Küferei hat, der kann sich glücklich schätzen. Und leider ist es ja doch so, dass kaum einer noch eine eigene Küferei hat. Und deswegen sind wir schon in der guten Position und können es vor allem halt auch unseren Gästen zeigen. Und das war ja schon immer unser Anspruch seit 1969, als wir das erste Visitor Center gebaut haben, dass wir auch unseren Gästen, den Whisky-Touristen in Anführungsstrichen, dann auch die gesamte Herstellungsprozedur zeigen können und um halt auch das Verständnis zu erweitern. Weil das ist immer wichtig. Man hört immer viel, man trinkt einen Whisky, aber die wenigsten haben sich das vor Ort oben mal angeschaut, weil entweder haben diejenigen noch keine Zeit gehabt, nach Schottland zu reisen oder das nötige Geld nicht gehabt, weil es ja doch auch ein bisschen mit Kosten verbunden Klar. ist. Und wenn man es aber mal sieht, dann ist das ein ganz anderes Flair. Man wird dann Whisky auch im Nachhinein mit ganz anderen Augen betrachten. Wenn man einfach die ganzen Schritte, die dazugehören, einfach mal sieht, ja. Weil es ist ja nicht nur okay, da ins Fass rein und liegen lassen, 12 Jahre und warten, sondern das Holz muss mal wachsen, so ein amerikanischer Eichenbaum braucht 80 bis 90 Jahre, bis er groß genug ist. Dann muss der gefällt werden, dann trocknet das Holz einmal ein paar Jahre, dann wird einmal ein Fass draus gebaut, dann kommt mal Bourbon rein, dann mal da 4 bis 6 Jahre und dann kommt das irgendwann nach Schottland. Also das ist Ja. schon viel Vorlaufzeit. Ja. Also es ist nicht nur ein langer Weg zum Whisky-Experten, es ist auch ein langer Weg vom kleinen Baumsetzling bis hin zum fertigen Whisky. Das darf man nicht vergessen. Das ist eine ganz lange Zeit, auch natürlich ein großer Punkt, was auch das Pricing anbelangt, sicherlich, weil da steckt einfach so viel Liebe, so viel Handwerk und vor allem Zeit mit drin. Und das ist einfach auch was man am Ende des Tages dann noch bezahlen muss. Und ja, aber ich finde, wie gesagt, trotzdem dieser Whisky, gerade auch der 21-Jährige, ist jeden Cent wert, auch wenn wir da jetzt schon über 100 Euro sind in dem Bereich. Aber wir haben halt auch das Schöne, wir haben halt immer auch diese Batch-Nummer hier drauf, hier unten. Das ist jetzt hier das Batch 58, was ich bei mir habe. Ich weiß nicht, welches du gerade vor dir stehen hast. 54. 54, schau, da bist du mir noch ein bisschen, ja, hast noch ein bisschen mehr die Vergangenheit in der Flasche. Ich habe ein bisschen mehr die Zukunft in der Flasche. Aber ja, am Ende ist es ja doch so, dass jeder Whisky, den wir in die Flasche bringen, sich ja an dem orientieren soll, der davor und davor und davor schon abgefüllt wurde. Und das ist ja die Aufgabe von Brian Kinsman, unserem Malt Master. Und ich glaube, der macht da einen sehr, sehr, oder ich weiß, er macht einen sehr, sehr guten Job. Also ich habe selten mal irgendwo Unterschiede gesehen. Natürlich geschmacklich, da braucht man nicht drüber reden. Das ist einfach so. Oftmals
was mich halt meistens auch mal ein bisschen ärgert in der ganzen Situation. Oftmals wird Whisky generell irgendwo vielleicht auch ein bisschen schlecht geredet, weil der Geschmack vielleicht gerade nicht so ist, wie ich mir das vorstelle. Und dann verkoste ich den einmal, aber nicht ein zweites oder ein drittes Mal und urteile trotzdem über was am Ende vielleicht meine eigene Schuld ist, weil ich vielleicht an dem Tag nicht wirklich dafür, ja, wie soll ich sagen, dafür vorbereitet war oder dass ich halt einfach vielleicht einen schlechten Tag hatte, dass ich irgendwo einfach meine Geschmacksknospen nicht so aktivieren konnte, wie es normalerweise der Fall ist. Und dann werden Whiskys dann einfach durchgereicht und das hat keiner verdient, weil jeder Whisky ist sensationelles Handwerk. Jeder Mitarbeiter steckt seine ganze Liebe da rein, seine ganze Kraft über die Jahre und teilweise arbeiten die ja wirklich ihr ganzes Leben in den Destillerien und das machen die halt aus freiem Gewissen und weil sie einfach wissen, dass sie einfach gute Produkte produzieren vor Ort. Du schlecht. Ich bin absolut der Meinung, dass absolut niemand irgendwas Schlechtes macht. Ne? Es kann, man, natürlich hat man persönliche Vorlieben und mal schmeckt einem das eine besser als das andere. Und das ist ja auch okay so, weil wenn jedem allen das Gleiche schmecken würde, das wäre auch etwas fad. Aber wie du sagst, die Damen und Herren, die das da machen, die sind mit voller Leib und Seele in dem Ganzen drinnen. Und du weißt es ja selber eben, bei William Grant, die Mitarbeiter sind dort 20, 30, 40, 50 Jahre. Und kann sie nur immer wieder betonen, das ist etwas, das bei uns in vielen Berufen nicht so ist. Nein, also das ist eine ganz andere Herangehensweise dort vor Ort. Und deswegen, man kann es auch nicht wirklich begreifen, wenn man auch die Mitarbeiter noch nicht kennengelernt hat. Aber wenn man sie dann vor Ort auch mal trifft und mit ihnen ein kleines Gespräch führen kann und die sind auch alle dazu bereit, insofern sie die Zeit dafür auch haben. Aber dann wird man auch merken, wie viel dahinter steckt. Und das ist halt das Besondere. Und da spielt es auch keine Rolle, ob das jetzt 40% sind oder 43% oder 50 oder 60%. Natürlich über die Zeit verändern sich unsere geschmacklichen Vorlieben. Natürlich kommt mehr Alkohol immer gut an, weil Alkohol ist Geschmacksträger und für die meisten ist es dann einfach nochmal eine gewisse, ja, ich sag mal, eine Steigerung. Aber ein guter 40-prozentiger Whisky, der begeistert mich nach wie vor. Und so soll es auch immer sein, weil ich muss gar nicht in utopische Höhen vorstoßen, was Alkohol anbelangt, weil das soll auch gar nicht so sein. Klar kann man das gerne mal probieren und kann man auch hier und da mal einen trinken, aber man darf nie vergessen, wo es herkommt. Und ich sag mal, auch ein guter 40-Prozenter, wenn der gut gemacht ist, natürlich, kann schmecken wie Ende 40, 50%. Aber das ist halt immer auch Geschmackssache. Aber trotzdem, wie du schon sagst, man sollte nie irgendwo ein Produkt verurteilen, nur weil es vielleicht 40% hat oder weil es vielleicht ein bisschen leichter ist. Es gibt für jeden Whisky gibt es Konsumenten weltweit und es wäre schade, wenn man halt denjenigen dann irgendwo auch die Lust oder das Interesse an dem Produkt, was sie jahrelang als sehr schönes Produkt gekennzeichnet oder bewertet haben, wenn man ja ihnen das nehmen würde, das würde dem Ganzen ja irgendwo nicht zu Gesicht stehen, meiner Meinung nach. Es hat ja auch mal unter 40% angefangen, weil der allererste war ja mit 70 Proof abgefüllt, oder? Ich glaube, der erste Single Malt, der außerhalb von Schottland verkauft wurde, das waren 70 Proof, das waren 35% damals. Und jetzt sind wir halt teilweise schon bei Fassstärken von bis zu 65% teilweise. Und da bin ich auch, ich koste gern Fassstärken, einfach um zu sehen, was es ist. Aber ich persönlich verdünne es dann, weil macht Aber für dann sind mich wir ja nicht so wieder mehr da. Spaß. Genau. Klar. Und dann sind wir wieder da, wo wir eigentlich hinwollen. Also wenn ich da meine 10 Milliliter Wasser dazu gebe, sage ich jetzt mal, dann habe ich auch wieder einen Alkoholgehalt, der nicht mehr bei 65% liegt. Und dann kann ich auch einen trinken, der ein bisschen niedriger ist. Ich sage mal, klar, über Filtration, da können wir auch noch mal jetzt sicherlich lange darüber sprechen. Das ist ja auch so, dass man durch dieses Thema, durch die Filtration ja doch auch gewisse Öle, Lipide rausnimmt und was ja auch Geschmacksträger am Ende des Tages ist. Aber ja, meine Güte, das ist, ich find's für alle gibt es irgendwas und ich finde das ganz gut. Und wenn ich Lust habe auf was höherprozentiges, dann greife ich da gerne mal zu. Aber das ist die Ausnahme. Also wie gesagt, alles so für mich persönlich, aber ich glaube, da wird man mich wahrscheinlich auch zerreißen für diese Antwort. Aber alles, was bis 52% ist, ist für mich super. Und alles, was drüber ist, bis auf wenige Ausnahmen, da lasse ich eigentlich normalerweise meine Finger von, weil ich will immer noch irgendwo, ja, so ein bisschen Leichtigkeit haben. Ich will, dass der Whisky dass der mich entspannen lässt und dass er mich auch, ja, fasziniert von Anfang bis zum Ende. Und wenn ich dann die ganze Zeit mit dem Alkohol kämpfen muss, und ich bin wahrscheinlich jemand, der mit Alkohol wahrscheinlich oder mit höherprozentigem Alkohol nicht so unbedingt zurechtkommt, dann habe ich da auch keinen Gefallen dran. Also für mich muss Whisky mich entschleunigen, muss mir so ein bisschen Lebensgefühl vermitteln und auch eine schöne Alternative sein zum klassischen stressigen Alltag. Ja,
Es ist ein Genussmittel und es, als solches ist es dazu da, dass es uns den Feierabend, das Abendessen oder sonst irgendwas, ein schöner Urlaub irgendwie positiv begleitet und als solches soll man es, glaube ich, meiner Meinung nach auch sehen. Und so sehe ich das. Es ist für mich Genuss, es ist Entspannen und das wird es auch immer sein. Genau. Sehr Ja. schön, Ja. Dann hätte ich gesagt, wir heben unser Glas nochmal. Vielen lieben Dank, Markus, dass du wieder Zeit genommen hast, bei uns mit dabei zu sein. sehr gern. An euch zu Hause auch vielen herzlichen Dank fürs Wiederzuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr Fragen, Kommentare oder sonst irgendwas habt, bitte einfach in die Kommentare schreiben. Ich und oder Markus werden euch herzlichst gerne antworten, falls ihr irgendwas wissen wollt. Und morgen ist dann Sitze Offringer mit uns dabei von McKellen. Am Mittwoch gibt es wieder Ewald Strummer und am Donnerstag kommt dann Struan Grant Ralph zu uns. Er ist Global Brand Ambassador von Glenfiddich und mit ihm werden wir auch ein bisschen plaudern. In diesem Sinne, dir danke nochmal. Prost. Sehr Euch zu gern. Hause auch. Danke. Prost. Ich Auf die wünsche euch Gesundheit. auf die Gesundheit, definitiv. Genau. Wünsche euch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns morgen wieder.